Welches Team favorisiert ihr eigentlich? Also was ist euer Team, welches ihr im Varo favorisiert? Das interessiert mich echt riesig. Votet auf jeden Fall dafür. Moin moin und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer Folge BeatDena. Wir sind hier gerade auf dem Server raufgejoint. Ich muss erstmal wieder reinkommen, denn es ist ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal BeatDena gespielt habe. Im Livestream haben wir es ja auch nicht gespielt, denn ich fand das ehrlich gesagt nicht so passend für den Livestream, denn ich fand es einfach besser, wenn wir im Livestream etwas spielen, wo ihr auf jeden Fall auch mitspielen könnt. Und ich fand den Livestream, der war auch mega cool. Echt, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Sand dabei und dann erzähle ich ein bisschen. Mein Ziel war ja, zu Top-Zeiten 20 Zuschauer zu haben. Unser Top während des Streams war 28 oder 29, ich weiß es ja nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall 28 oder 29 Zuschauer. Und dann, während ich die Facecam angemacht habe, haben so viele im Chat geschrieben, das war unglaublich. Also, das hatte ich bis jetzt bei den Streams davor auch noch nicht. Es war mega cool, die 50 Follower wollte ich auf jeden Fall erreichen und ich habe jetzt letztendlich gerade 60 Follower auf Twitch, also richtig cool. Ne, es ist Sandstein, shit, ich muss hier erstmal wieder zurechtkommen. So, wo haben wir denn den Sand? Da. Wir haben jetzt gerade Zeit 60 Follower auf Twitch, also es ist richtig cool. Leider ging an dem Tag das ganze Donation-Zeug nicht, weil Donation-Tracker irgendwie down war, ich weiß nicht warum, ist aber auch nebensächlich, interessiert mich jetzt nicht ganz so doll. Aber es hat auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht. Wir haben auch nicht nur 5 Stunden gestreamt, sondern 5,5. Ich habe allerdings mir überlegt, dass ich am Mittwoch kein direktes Best-of davon mache, sondern ich spiele ganz normal. Am Mittwoch wird ja ganz normal eine gute PvP-Runde kommen, wenn ich das überhaupt noch hinkriege mit der Maus. Vielleicht werde ich wieder auf Bed Wars oder so zurückgreifen, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber auf jeden Fall wird Mittwoch ja PvP kommen. Und dann werde ich da vielleicht ein paar Einschnitte des Livestreams zeigen. Aber nicht den kompletten Livestream zusammengefasst sozusagen. Weil ich dafür auch nicht genug Zeit habe, weil ich Mittwoch eine Klausur schreibe und so. Und dann muss ich das bis dahin ja auch fertig haben. Bis morgen oder übermorgen. Ne, bis morgen für euch. Genau, bis morgen muss ich das fertig haben für euch. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Also der Livestream hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen. Das nächste Thema wäre dann auf jeden Fall, wir müssen einmal kurz hier gucken, wie macht man den nochmal? Einfach so? War das so, ne? Das nächste Thema wäre dann mein TS. Denn ich habe jetzt einen eigenen TS, den könnt ihr erreichen unter, ich wollte gerade sagen www, bla bla bla. Nein, ihr könnt den erreichen unter platur.tk, schreibe ich auch einmal unten rein, platur.tk. So kommt ihr auf meinen eigenen TS, da könnt ihr auf jeden Fall immer sein, könnt ihr auch eigenes Channel, also temporäre Channel aufmachen, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich muss hier einmal kurz gucken, wie das gerade passt hier. Das haben wir zu, da sind wir 2 runter. Brauchen wir noch Sandstein oder sind wir da fertig jetzt gerade? Ich muss euch jetzt hier das verstehen. Aber ich glaube, wir sind fertig. Es ist doch, ist nicht synchron, hier außen ist nicht synchron. So, auf jeden Fall habe ich jetzt einen eigenen TS, platur.tk, da könnt ihr temporäre Channel erstellen. Und wenn da halt niemand mehr drin ist, werden die sofort wieder gelöscht. Da werdet ihr mich auch manchmal antreffen und da könnt ihr auch aufnehmen. Und wenn ihr temporäre Channel entwerft, könnt ihr natürlich auch Passwörter drauf werfen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie ich hier kurz an Essen komme. Ich glaube, wir hatten oben noch ein paar Äpfel oder haben wir die schon alle aufgegessen? Das weiß ich gerade gar nicht ganz genau, aber solange können wir uns noch von dem Zombiefleisch hier ernähren. Und ich hasse das, wenn der die ganze Zeit über mein Feld geht, weil ich habe immer Angst, dass er es kaputt macht. Ich weiß nicht, ob es theoretisch möglich ist, aber ich glaube mal, dass es bestimmt möglich ist, dass er es kaputt machen könnte. So, holen wir jetzt erstmal hier ein bisschen was. Wir müssen es doch direkt wieder nachpflanzen. So, ich weiß nicht, ob das fertig ist. Können wir einfach mal machen. Eins ist rausgekommen, wenigstens etwas. So, so. Das ist, glaube ich, nicht fertig. Das war auch noch nicht fertig. Okay, der Rest außer das hier ist, glaube ich, nicht fertig. Und dann können wir hier nochmal eins hinsetzen. So, ich glaube, das hat aber auch der Schreck kaputt gemacht. Und dann setzen wir hier hinten noch was hin. So, dann wächst das hier oben überhaupt? Ich glaube, ja. Ich glaube, das sieht bewässert aus. Also kommt mir zumindest so vor. So, dann setzen wir hier einfach was an. Wir brauchen nur noch 4. Haben wir schon viel zu viel geerntet hier. So. Und auf den, auf den TS könnt ihr auf jeden Fall auch immer raufjoinen. Des Weiteren habe ich gerade zur Zeit meinen Abo-Rekord. Also wir sind hier gerade auf 2700 etwas, 2700, was rede ich denn? Wir haben 2465 oder so, 2465 Abonnenten.
Was ich richtig krass finde, also finde ich richtig cool, dass ich gerade zurzeit so viele Abonnenten habe und so viele auch aktiv dabei sind. Denn unter den letzten Videos sind echt die meisten Kommentare und die meisten Likes und alles Mögliche ist echt ziemlich gut dabei. Also es freut mich auf jeden Fall echt riesig, dass das Projekt hier kommt weiterhin richtig gut bei euch an. Also ich muss sagen, BeatDNA kommt mit am besten an, vor allem weil ich da immer über Themen reden kann. Und jetzt ist das Thema, was ich fast vergessen hätte, was eigentlich so das Wichtigste ist, was ich heute unbedingt ansprechen wollte. Und zwar ist das das neue Projekt. Und zwar heißt es Varo. Und da habe ich mir überlegt, wenn das Projekt startet, können wir da auch was Cooles machen. Und ich werde, oder ich habe für euch ist es jetzt schon in der Vergangenheit, ich habe auf, ich baue mich hier mal sicher runter. Ne, ich brauche erstmal ganz viel Holz, ne? Shit. Ich brauche erstmal ganz viel Holz. Damit wir hier Leitern bauen können. Ganz, ganz viele Leitern brauchen wir. Ich muss mal gucken, wie viel Holz wir oben noch haben. Ich habe jetzt auf Strawpoll eine Umfrage gestartet, was ihr denkt, welches Team gewinnt. Da sind auch noch schon die Teams bei, die schon tot sind. Deswegen geht darauf mal nicht ein. Aber auf jeden Fall könnt ihr da schätzen, welches Team gewinnt. Und da könnt ihr auch während der ganzen Varo-Phase, ich glaube, dass Strawpoll das nicht automatisch löscht, aber auf jeden Fall könntet ihr da während der ganzen Varo-Phase abstimmen, welches Team ihr glaubt, wird gewinnen. Also das könnt ihr auf jeden Fall da während der ganzen Varo-Phase machen, also ist immer richtig spannend. Und das könnt ihr auch sonst wem zeigen, damit da umso mehr dran teilnehmen an dieser Umfrage. Ihr könnt auch das Video verlinken, da werde ich auf jeden Fall das zeigen. Ich werde jetzt auch, glaube ich, nochmal den Link hier einmal einblenden zur Strawpoll-Umfrage. Und da ist einfach gefragt, was denkt ihr, wer wird Varo gewinnen? Ich habe zuerst überlegt, ob ich so ein Todeszeug mache von Varo noch, aber das wird nachher wieder nur als Abo-Gebattle angesehen, deswegen habe ich da jetzt keine Lust drauf. Und das machen auch schon genügend Leute, machen irgendwas mit Varo, habe ich das Gefühl. Und deswegen lasse ich das einfach mal und mach einfach so eine Umfrage, weil mich würde mal interessieren, was denkt ihr, welches Team gewinnt denn auf Varo? Ich denke derzeit ja noch, dass es wahrscheinlich irgendwie das Team von Stegi oder das Team von MC Expert sein wird. Ich glaube sogar eher das Team von Stegi. Obwohl ich muss sagen, Dena und Paluten sind natürlich auch gerade ziemlich gut dabei, aber ob das nachher für im PvP ausreicht, das ist natürlich eine andere Frage. Aber naja, machen wir uns hier erstmal ein paar Leitern, dann können wir weiterreden. Ich weiß gar nicht, wie viele Leitern wir daraus kriegen. Ich glaube gar nicht so viele. Upsala. So, schon mal 24. Dann gucken wir gleich mal, welche Höhe wir hier sind. 51, okay, es dürfte doch reichen. Also mehr als 51 runter müsste ich, glaube ich, nicht, denke ich mal. So, 64 Leitern, das reicht auf jeden Fall, dann können wir jetzt erstmal uns da runtergraben. Und mich würde halt interessieren, was sind eure Favoriten in Varo, beziehungsweise ich will gar nicht die Favoriten wissen. Ich will, oder wollen wir es nach Favoriten machen, oder was denkt ihr, wer gewinnt? Ich glaube, wir machen das nach Favoriten. Wen favorisiert ihr in Varo, oder wen habt ihr favorisiert? Da könnt ihr natürlich auch die sagen, die schon gestorben sind, ich wollte gerade sagen, ausgestorben. Wie zum Beispiel das Team um Kev und Concrafter oder sowas. Das könnt ihr auf jeden Fall auch reinschreiben. Oder Krani und Rotpilz, ich weiß gar nicht, welche Teams noch tot sind. Da sind nämlich so viele gestorben in den ersten Folgen, also es ist echt unglaublich. Mal eine Fackel setzen hier irgendwo. So, es sind nämlich in der ersten Folge so mega viele gestorben und jetzt in der zweiten sind ja auch noch Sturmwaffel und Revi gestorben, was ich eigentlich als ziemlich gutes Team empfand. Also, finde ich ziemlich schade, dass die gestorben sind. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal in der Strawpoll-Umfrage abstimmen. Das würde mich nämlich riesig interessieren, was eure Favoriten hier in Varo sind. So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Eisen, ist auch immer ganz gut. Können sonst vielleicht einen Schreck 2.0 machen. Dann sind wir hier erstmal für einige Zeit abgesichert. Und was mir auch mal interessieren würde, was denkt ihr denn? Haben wir eigentlich schon Dena geschlagen oder sind wir hier noch nicht dran? Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass wir Dena schon geschlagen haben. Er hat zwar 14 Folgen gemacht, aber ich habe zum Beispiel auch einen Livestream kurz eingeschaltet. Also haben wir nichts Großes gemacht, da haben wir unser Haus ein bisschen gebaut. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, wir sind jetzt schon mal mit Dena auf jeden Fall auf einer Höhe ungefähr. Also ich weiß jetzt nicht, welche Folge das jetzt hier genau ist. Aber auf jeden Fall denke ich mal, wir sind auch schon ganz schön weit. Also wir sind nicht mehr... Oh, es ist gefährlich, so runter sich zu bauen. Auf welche Höhe sind wir überhaupt? F3, wir sind hier auf Höhe 39 noch, oh, wir sind noch ziemlich weit oben. Und da ist eine Höhle. Und in der war ich schon drin. Schön zu wissen, in der Höhle war ich schon drin, nicht schlecht. Nicht schlecht, Platua. Da hast dich genau runtergebaut, da wo du schon mal warst. So, wo ist jetzt der zweite? Hier ist der. Oh mein Gott, ist das ein Zufall, ne? Das ist ein richtiger Zufall. So, bauen wir uns aber erstmal weiter runter. Und ja, also ich werde auf jeden Fall, manche haben mich ja gefragt, wen gucke ich denn eigentlich so bei Varo? Ich gucke derzeit am meisten eigentlich echt Team Luda, weil
Medena und Paluten, das sind echt meine beiden Lieblings-Let's Player. Vor allem, ich mag Stegi eigentlich auch noch ziemlich doll, den gucke ich auch noch. Aber Paluten und Dena sind echt zwei meiner Lieblings-Let's Player, die zusammen sind in einem Team. Also das finde ich richtig cool. Und ja, deswegen gucke ich die eigentlich am meisten. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich gleich raus muss. Das ist ein kleines Problempchen. Also auf welcher Seite ich mich hochbauen muss. So, auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal gleich unten. Ich hab mir überlegt, bauen wir uns einfach mal bis 12 runter, weil ich denke, da wird es die meisten Diamanten geben. So, und bauen hier so einen kleinen Raum, wie viel auch immer meine Axt noch aushält. So, ich glaube nicht mehr viel. Ne, haben wir noch eine... Oh, wir haben noch eine Axt dabei. Oh, so gut geplant hier alles natürlich. Das habe ich natürlich geplant. Ich habe die am Anfang schon eingesteckt. Ne. Das war ein bisschen Zufall ist dabei gewesen. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt hier erstmal ein kleines Räumchen. Das ist dann sozusagen unsere Basis für unsere Strip-Mining-Gänge. Und hier werde ich auf jeden Fall ein bisschen Strip-Minen. Und ja, das Wichtigste in der Folge ist eigentlich mein TS-Server, Platur.tk. Habt ihr gerade eben gesehen, da Platur.tk. Und für wen seid ihr bei Varo? Was war euer favorisiertes Team? Ist euer favorisiertes Team schon draußen? Zeigt es mir doch in der Strawpool-Umfrage. Und schreibt die vielleicht noch unter ein paar andere Videos oder sowas, damit so viel wie möglich daran teilnehmen oder sonst wer. Also auf jeden Fall, dass diese Strawpool-Umfrage auf jeden Fall ein bisschen... Was? Oh, ich dachte gerade eben, hä? Warum wird es denn hier jetzt auf einmal hell? Das ist doch kein Multiplayer-Server hier. So, aber ich glaube, es reicht erstmal. So, wir nehmen noch eine mehr mit. Aber dann dürfte es erstmal hier reichen. Und dann bauen wir uns erstmal wieder hoch, weil sonst ist die Folge nachher vorbei und wir sind hier unten. Und ich beende eigentlich immer die Folge gerne an meinem Haus. So, jetzt muss ich erstmal noch wieder überlegen. Hört ihr das? Hier ist auch schon Lava irgendwo in der Nähe. Also, ich denke mal. So, nicht zu doll nach unten. Dass da die Wand sein wird. So, warte mal. Ich habe das so gebaut. Ja, da wird die Wand sein, weil es auch dunkler von da ist. Das heißt, wir müssen uns eigentlich hier hochbauen. Was ich immer das Problem habe bei Treppen bauen, dass ich die Treppen sonst wo hinsetze. Und nicht einfach nur da vor mir, wo ich die hinsetzen möchte, sondern die sind meistens nachher überall. Aber diesmal gerade nicht. Nicht schlecht. So, jetzt können wir weiterlaufen. So, und ich glaube... Oh, da müssen wir ein paar Sachen setzen erstmal. Wo sind wir denn jetzt hier? Hä? Achso, hier haben wir bestimmt ein bisschen Eisen gefunden oder sowas. Genau, und dann bauen wir hier einmal kurz ein bisschen Cobblestone hin. Dann geht's wieder weiter hoch. So, haben wir beide Brote schon aufgegessen? Alter, sind wir verfressen. Das ist ja unglaublich. Aber ich glaube... Ah, wir haben gerade Zeit, die Leitern sonst wohin gesetzt. Hä? Irgendwie können wir die Leiter nicht ganz so abbauen, habe ich das Gefühl. Oh Mann, wir haben Leitern sonst wohin gesetzt. Das ist ja kacke. So. Müssen wir alle einmal abreißen. So. Oh! Ne, das kriegt man irgendwie so nicht hin. Und so dauert das irgendwie mega lange, warum auch immer. Weiß ich echt nicht, warum das so lange dauert. Hier unten haben wir, glaube ich, alles noch richtig gut hinbekommen. Aber oben sind wir immer schlechter geworden. Von Leiter zu Leiter schlechter. Unglaublich. So, die hier. Boah, die brauchen aber echt lange. Da müssen wir die Folge vielleicht sogar überziehen, hier sehe ich gerade. Oh Mann, das ist ja scheiße. Ich möchte auf jeden Fall damit noch hochkommen. Und den Gang hier, eigentlich möchte ich den auch noch ausschmücken, aber das kriegen wir ja nicht hin. Also zumindest zu den einen Seiten hin. Kriege ich ja nicht überall hin, sonst müsste die ganze Leiter wieder abreißen. Aber ich verstehe das nicht. Warum braucht man so lange, um eine Leiter abzubauen? Da brauche ich ja, da bin ich ja viel schneller mit dem Bruchstein hier an der Seite. Ich habe auch fast das Gefühl, die Leiter hinter mir geht auch kaputt. So vom Sound her, aber... Anscheinend ist alles heil geblieben. So. Gehen wir jetzt weiter hoch und müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Nein, wir haben wieder eins falsch gesetzt. Oh Mann. Wir müssen wirklich nur eine Leiter setzen, wenn wir sehen, dass da was Freiraum ist. So. Hier, 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 hier. So, so, so. Da ist eine wieder falsch gewesen. Und ja, wir haben die sogar in die richtige Richtung gesetzt. Perfekt. Dann bauen wir das hier noch. Den nehmen wir einmal weg. Und bauen das ab hier. Nämlich mit, nee, das ist zu tief ein. Nee, bauen wir auch mal. Oder? Oder machen wir es nicht so? Nee, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir, haben ja genug Sandstein jetzt erstmal, dass wir das hier mit Sandstein auf jeden Fall auskleiden. Obwohl der unterste müsste eigentlich mit dem anderen Sandstein ausgekleidet werden. So, mache ich jetzt einfach erstmal so und dahinter auch noch. Hallo, wo ist meine Axt? Meine Spitzhacke? Oh, hiermit geht es viel schneller, oder kam das nur so vor? So, dann haben wir hier schon mal die Leiter auf jeden Fall gut gesetzt, glaube ich. Kann man hier hochgehen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob wir noch... Ja, zwei Steinstufen haben wir noch.
Eins, zwei. So, haben wir jetzt eine Leiter nach unten. Und das hier oben, das sieht dann auch wieder doof aus, ne? Müssen wir es so komplett machen. So, dann muss das aber noch weg. Und das. So, jetzt bin ich damit zufrieden auf jeden Fall. Und die Folge müsste jetzt auch sich dem Ende herbeineigen. Ne, Ende herbeineigen. Ne, ist glaube ich irgendwas falsch. So, aber ich glaube, so gefällt mir jetzt ganz gut. Ich will die beiden hier nochmal ändern. Da haben wir nämlich noch zwei andere Sandsteine dabei. So, drei haben wir sogar. Weil das passt dann besser hier ins ganze Geschehen. Und so gefällt mir es eigentlich ganz gut. Warum haben wir da so einen Stein? Der muss weg einmal. Da muss nämlich ganz normaler. Haben wir den noch? Ja, einen haben wir noch. Perfekt. Alles perfekt abgezählt hier. So, jetzt passt das nämlich. Jetzt gefällt mir das richtig gut. Und ich hoffe natürlich, euch hat diese Beat-Dena-Folge wieder gefallen. Und wichtig ist, denkt an diese Strawpool-Umfrage und votet da einfach mal, was ihr denkt. Nee, gar nicht, was ihr denkt, sondern welches Team favorisiert ihr eigentlich? Also, was ist euer Team, welches ihr im Varo favorisiert? Das interessiert mich echt riesig. Votet auf jeden Fall dafür. Und dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.